Sollte das Fasten direkt mit dem Sonnenuntergang beendet werden oder sollte man lieber ein paar Minuten warten? Gemäß einem Hadith heißt es, wenn der Tag vergeht, die Nacht aufbricht, die Sonne untergeht, sollte das Fasten gebrochen werden. Es gibt manche, die beim Iftar, also beim Fastenbrechen, zögern und aufgrund der Resthelligkeit Dinge sagen wie, es ist noch ein wenig hell, deshalb sollte noch ein wenig gewartet werden. In einer Überlieferung heißt es, dass der Heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal bei einem Fastenbrechen zu einem Sahabi, einem Gefährten, sagte, dass er das Aftari holen soll. Der Gefährte entgegnete, dass es noch nicht dunkel geworden sei. Der Heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wiederholte sich zum zweiten Mal. Der Gefährte erwiderte wieder, dass es noch ein bisschen hell sei. Als der Heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich zum dritten Mal wiederholte, brachte der Gefährte das Aftari. Der Heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam machte das Aftar, er brach sein Fasten und sagte dann, dass man das Fasten brechen sollte, sobald die Sonne untergegangen ist. Und es sei nicht in Ordnung, nach dem Sonnenuntergang noch Dinge zu sagen wie, es ist noch etwas hell oder es ist noch nicht richtig dunkel. Eine andere Anweisung des Heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam besagt, solange die Menschen sich beim Fastenbrechen beeilen werden, werden ihnen Wohl und Segnungen, Erfolg und Nutzen zuteil werden. Aus den Überlieferungen wird deutlich, dass der Heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Morgenspeisung, das Sedi, kurz vor der Fajr-Zeit und das Aftari, also das Fastenbrechen, direkt nach dem Sonnenuntergang zu machen pflegte. Also das Sedi so weit wie möglich hinauszögerte und das Aftari so früh wie möglich machte.